Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Elektrotechnikrezept. Heute möchten wir dieses Widerstandsnetzwerk weiter vereinfachen. Wie machen wir das? Indem wir alle Knoten in dem Netzwerk suchen und dann entsprechend sortieren, also zuordnen und vergleichen, ob irgendwo irgendwelche Knoten vielleicht gleich sind. Hier von Knoten A gehen wir los bis zu diesem Knoten. Dazwischen befindet sich nichts, deshalb ist dieser Knoten hier auch Knoten A. Dann gehen wir von Knoten B los entlang der gelben Linie zu diesem benachbarten Knoten. Da sich auch hierbei kein weiteres Bauteil dazwischen befindet, nennen wir diesen Knoten auch Knoten B. So, und zum Schluss hier unten, der Knoten neben Knoten C, der ist elektrisch gleichwertig mit dem Knoten C, deshalb nennen wir den auch Knoten C. Wir haben es hier also nur mit drei verschiedenen Sorten Knoten zu tun. Deshalb zeichnen wir die uns hier rechts unten einmal so hin. A, B und C. Jetzt fügen wir die Widerstände alle Schritt um Schritt zwischen diese Knoten ein. Zuerst der R1. Der befindet sich zwischen A und B. Deshalb packen wir den hier zwischen die Knoten A und B. Der nächste ist der R2. Der befindet sich auch zwischen A und B. Also tun wir den auch zwischen A und B. Man sieht jetzt hier bereits schon sehr schön, dass R1 und R2 parallel zueinander liegen. So, und der R3 liegt zwischen B und C, deshalb kommt er hierhin, also zwischen B und C. Der R5 liegt zwischen B und C und kommt deshalb hierhin parallel zum R3. Zwischen Knoten A und C liegt der F4, deshalb packen wir den hier zwischen die Knoten A und C. Nun haben wir dieses Widerstandsnetzwerk uns zurechtgebastelt. Das sieht noch ein bisschen krumm aus, deshalb ziehen wir uns das jetzt hier so gerade. So, jetzt sehen wir, dass R1 und R2 parallel zueinander liegen, R3 und R5 auch und die wiederum liegen parallel zum R4. Also die ganze Geschichte ist jetzt durch dieses Sortieren sehr viel übersichtlicher geworden als der ursprüngliche Zustand. So, geschafft! Das war's mal wieder für heute bei Elektrotechnikrezepte. Falls ihr weitere Fragen habt zu Elektrotechnikaufgaben, schreibt ihr einfach unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, eure Barbara Kronberger.